So, Friends, da sind wir wieder mit GTA. Die zückt direkt mal ihr Handy. Wie ich bereits sagte, auch dies eine Kurzfolge. Die nächste Folge auch und dann geht's wieder normal weiter. Hat halt mit anderen Projekten zu tun, in denen ich gerade ein bisschen für Outros und dies, das arbeite und bla bla bla, was man da halt so alles erstellt. Ja, die erschießen mich natürlich wieder da. Die haben auch keine Langeweile, die beiden, ne? Die haben immer was zu tun. Vor allem er mit seinem funny Account. Also wenn ich den nicht kennen würde, würde ich weiterhin Terror schieben auf den. Langweilig ist es aber trotzdem. Ich habe jetzt keinen Bock, mich hier zu betteln. Wir gehen in irgendeine Mission. Ein bis zwei Spieler, Herausgeber und Dieb. Mal gucken. Mal Lucky Lucky machen. Müssen wir ja wohl oder übel allein spielen? Schlimmsten sind ja die, die auf den reinfallen. Die glauben wirklich, dass ich da, dass er der Echte ist. Naja, wie dem auch sei. Ja. Wie es sein soll. Es wird heruntergeladen. So. Oh. Okay. Ich dachte schon, die Xbox schmiert jetzt ab. Aber nein, nein. GTA Server. Top. Da muss ich schon Kurzfolgen machen. Da funktionieren nicht mal die Server. Ist so optimal. Da habe ich eh keine Lust länger zu spielen, wenn das Spiel mal wieder nicht will. Bin echt gespannt, wie das auf der One wird. Ich denke mal, da wird es auch Crashes geben, falls sich viele da anmelden. Die Server werden eh wieder abkacken. Oh! Wow! Hohoho! Hör mal, das erinnert mich an die Slay Massive-Folgen damals, da hatten die auch solche Probleme. Geht das jetzt schon wieder los? Darling, you just stick that on the credit card. I gotta run. Love you. Das wird die kürzeste Folge der Welt, wenn ich mich jetzt nicht mehr mit Xbox Live verbinden kann. Alter, ist das die Möglichkeit? Warum kann ich mich jetzt nicht mit Xbox Live verbinden? Was ist jetzt schon wieder los? Alter, was ist? Los! Was? 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 Jetzt versuchen wir das einfach nochmal. Sorry, Leute. Da kann ich auch nichts dran ändern. Ich guck mal gerade, ob mein normales Internet funktioniert. Hoffentlich stürzt hier nichts ab, obwohl. Oh, hier hat man E-Teil sogar noch auf. So, YouTube. Ja, mein normales Internet funktioniert. Nicht unbedingt schnell, aber es funktioniert gerade. Ich lade mal ein Video. Da liegt es an Xbox Live und nicht an meiner Internetleitung. And I want to thank everyone for coming out Saturday night to meet up. This video is some of the book. Ja, auf jeden Fall. Ah, es geht. Oh, okay. Das machen wir mal wieder nicht. Jawohl. Boah, ist ja schrecklich. Oh, was? Seht ihr das?
Ah, jetzt geht... Ach du Scheiße, was ist denn mit GTA schon wieder los? Kann halt sein, dass mir GTA mich aus Xbox gekickt hat gerade. Oder was waren es wieder diese Vollpfosten? Ja. Spannender kann eine Folge wirklich nicht sein, ne? Tut mir im Herzen weh, dass ich euch da zumuten muss, aber... Was soll ich machen? GTA, jo. Ist schon lange nicht gewesen, ne? Muss auch mal sein, so ein Verbindungsproblemchen hier. Ist ja sonst langweilig, wenn immer alles glatt läuft. Oh. Wie ihr seht, ist der... Okay, jetzt geht's. Mein Auto ist schon wieder... weg. Stehen jetzt immer automatisch in der Garage, oder was? Ja, einen Job jetzt anzufangen hat auch nicht mehr viel Sinn. Raus! Raus! Trottel. Ey, raus! Raus! Schön Sabre Turbo haben wir auch mal gehabt. Und auf einmal ist die Tür ultra stabil. Was haben wir denn hier? Vielleicht können wir uns ja noch was angucken. Wir sind die Landschaft erkunden, ne? Machen wir ja eigentlich auch nie. Hier auf so Details, auf alles, muss man einfach mal ein Äuglein werfen. Ich meine, im Let's Play zieht das eigentlich alles an uns vorbei. Wir beachten das eigentlich gar nicht. Aber GTA ist schon ziemlich detailreich gemacht. Deswegen, ich freue mich richtig auf die One Edition. Bin mal gespannt. PlayStation 4 Edition werde ich wahrscheinlich auch haben, aber glaubt nicht, dass ich da online zocken werde. Ich glaube, Heidel und Curry zocken da auch schon. Aber ich denke, ich gehe lieber auf die One. Guckt euch den Scheiß hier an. Ja. Die Folge ist echt für'n Arsch. Die schlimmste. Was mache ich jetzt? Irgendwas Spektakuläres muss ich mir einfallen lassen noch. Ey, yo. Alter, wo ist dieser Bescheuerte? Ultra-Kamikaze-Absturz gleich. Ich mach mal so ein paar Haftbomben an so einem Hubschrauber. Gucken, ob ein anderer Hubschrauber in der Nähe ist. Wenn nicht, klatsche ich einfach in den Verkehr. Ja. Hä? Ich kann durch die Laterne gefahren oder war das nur eine Illusion. Sieht nicht so aus, als wenn hier Hubschrauber wären. Hightech. Bist du der Echte? War das so ein... Verrückten, ne? Nein, ich bin nicht der Echte, ich bin der Einzige. Kein Hubschrauber hier in der Nähe. Na dann machen wir das, was wir am besten können. Spieler in die Luft jagen.
Dann hat das hier wenigstens noch ein tolles Ende. Nachdem uns die Verbindung abgeschmiert ist. Die sind im Trüffel, in der Trüffelcrew, wa? Ich verabschiede mich schon mal, Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Oh, das hat nicht so geklappt, wie ich es erhofft hatte. Fuck. Kann ja mal vorkommen, ne? Dann springen wir uns einfach so weg. Haut rein. Ciao. Guck mal, der hat Angst gehabt, in die Luft zu gehen. Wie traurig. Ist doch nur ein bisschen Sprengstoff.